Ich mache es mir heute mal einfach. Heute gibt's Hot Dogs. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich erkläre das hier mal nach und nach. Also zunächst mal habe ich hier Zwiebeln klein geschnitten, ein paar Gürkchen und ein paar milde Peperoni. Ich zeige das gerne mal. Das sind die milden Peperoni von Hengstenberg. Das sind die Gürkchen, die bzw. feine Cornicons von, weiß gar nicht, Aldi. Das sieht so aus, plus eine weiße Zwiebel. So, dann habe ich mir einen Salat gekauft. Den zeige ich euch auch gerne mal. Den seht ihr hier, den habe ich mir auf dem Teller schön angerichtet. Und der Salat sieht so aus. Herzstücke von Edeka für 65 Cent, weil der heute abläuft. Eisbergsalat, Frisee, Radicchio und Mais. 12.09. Heute ist der 12.09. Weiß nicht genau wann und wo ihr dieses Video seht, also in welcher Playlist, das werden wir noch sehen. Hier erhitzt sich Wasser. Gleichzeitig wird der Ofen vorgeheizt. Das wird die Salatsoße. Da kommt etwas rein, was ebenfalls im Edeka im Angebot war. Bin heute zu faul in jeder Hinsicht, benutze auch keine eigenen Balkonkräuter. Knorr, Salatkrönung französischer Art. 3 Esslöffel Wasser, 3 Esslöffel Öl und 3 Salz drin, Kräuter und so weiter und so fort. Lest euch das selber durch. Ich kippe das eben hier gleich rein. So ist der Plan. Das wird die Salatsoße. Und das kommt dann hier oben drauf. Und für die Hot Dogs habe ich auch eine Soße gemacht. Jetzt verteile ich erstmal das Gemüse. Und zwar sollen die Gurken und alles hier in die Hot Dog Soße rein. Und ein Teil der Zwiebeln soll noch mit in die Salatsoße. Hier werden die Wienerle erwärmt, die ich erworben habe. Und dann kommen eben auch gleich die Hot Dog Brötchen in den Ofen. Die sehen so aus, die sind ebenfalls von Edeka, die sind schon fertig und ich habe Riesenhunger und mache mir deswegen gleich mal 4 Stück. Ketchup habe ich verwendet. In dieser Soße ist Ketchup drin, 2,5 Löffel und 2,5 Löffel Remoulade, nur zur Erklärung. Und das sind die Hofmeier-Würstchen vom Netto. Und die Brioche werden gleich noch mit Senf bestrichen, aber das zeige ich euch dann noch separat. Hier ist außerdem noch ein bisschen Gurkenwasser drin und ich überlege auch noch ein bisschen Essig reinzumachen und eine Idee, braunen Zucker. So sieht jetzt die fertige Salatsoße aus. Das kommt gleich hier drauf und dann kann das noch ein bisschen ziehen, während ich die Hot Dogs vorbereite. Schmeckt gut, sehr salzig, wunderbar, essiglastig, prima. Und hier ist der Rest der Zwiebeln, Peperoni und Gurken drin. Das wird jetzt ordentlich umgerührt. Das wird die Füllung für die Hot Dogs. 4 Stück werde ich mir gönnen. Das sieht jetzt so aus. Ein bisschen wie so ein Milchbrötchen vom Bäcker. Das ist der Salat mit der Soße. Schmeckt stabil. Habe ich ein bisschen umgerührt. Und jetzt kommen die Wienerle rein in den Topf. Das Brot ist ja auch schon im Ofen. Das sollte, denke ich, auch nicht zu lang drin sein. Die Soße wurde einmal umgerührt. Stabile Mischung jetzt. Kann man wirklich gut essen. So, die Brötchen werden jetzt mit Senf bestrichen, nach Belieben. Ich habe hier Medium-Senf benutzt, von Löwensenf. Das ist die Remoulade von Tomi, die ich benutzt habe. Das verteile ich jetzt auf den Brötchen, dann kommen die Würstchen drauf und dann die Soße und das war's. Die fertigen Hot Dogs sehen jetzt so aus mit der Soße oben drauf und die werden jetzt zugeklappt und verspeist zusammen mit dem Salat. Und danach habe ich noch 2 Hot Dogs, falls ich noch Hunger habe. So sieht mein Mahl jetzt aus. Ich glaube, das ist schon stabil, das kann man machen. Guten Appetit. So, ich probiere das jetzt mal. Hot Dog. Die Soße fällt so ein bisschen raus. Aber das ist schon gut mit dem Band. Das ist kross.
Schokolade. Der Senf, das fügt sich alles zu einer stimmigen Mischung zusammen, schmeckt mir sehr gut. Auch der Salat ist fein. Kann ich empfehlen, wenn es mal schnell gehen muss. Ist so ein 10-Minuten-Gericht. Absolut stabil. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir wie immer gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like. Oder am besten beides, wenn es euch gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.